Willkommen zum Wochenrückblick bei CCM TV, BKF, Ihrem Burgenland-Sender. Der Bundesrat hat zum ersten Mal ein Gesetz blockiert, nämlich das Ökostromgesetz. Die burgenländische Bundesrätin Inge Posch-Kruschka begründet dies wie folgt: Konkret stört mich das Demokratieverhalten der Bundesregierung. Das neue Gesetz ist, wie schon einige davor, mit Initiativantrag eingebracht worden in den Nationalrat ohne Begutachtung. Wir leben in einer Demokratie, wir sind angewiesen darauf, dass wir auch Experten und Expertinnen Meinungen hören. Und es passiert ja schon des Öfteren, dass es keine Begutachtung mehr gibt und wir daher als Mandatar und Mandatarinnen auch keine Informationen haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass im Gesetzesantrag, es sind 2 Seiten, es sind keine konkreten Informationen drinnen. Welche Kraftwerke sind es? Wie hoch sind die Förderungen für die Kraftwerke? Ich habe null inhaltliche Informationen, sondern nur einen zwei Seiten, wo zu wenig drinnen steht. Und dazu kommt, dass es Kraftwerksbetreiber gibt, die angerufen haben, bitte stimmt diesem Gesetz nicht zu, es ist nicht gut für uns. Ich kann denen weder sagen, ja, das stimmt, dann kann ich sagen, nein, das stimmt nicht, weil die Informationen seitens der Regierung nicht gekommen sind. Die Reaktion vom Spitzenkandidaten der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Siegfried Zeltner, ist: Ja, die scheidende Bundesrätin und zukünftige Landtagsabgeordnete Inge Posch-Kruschka hat sich hier gegen burgenländische Arbeitsplätze und gegen burgenländische Arbeitnehmer entschieden. Es sind 4 burgenländische Biomassekraftwerke betroffen und 500 Mitarbeiter dort müssen jetzt um ihre Beschäftigung bangen, weil die Zustimmung der SPÖ gefehlt hat. Sind Sie der Meinung, dass sich diese Biomassekraftwerke zu wenig vorbereitet haben? Weil es war klar, die Förderung läuft aus und man kann sich ja nie hundertprozentig darauf verlassen, dass das nahtlos weitergeht. Das stimmt schon. Sicherlich hat sich also ein Teil davon vorbereiten können, aber auch sehr, sehr viele von diesen Betrieben sind ganz einfach abhängig von diesen Förderungen. Und wenn wir den Schwenk zu Atomstrom nicht haben wollen, dann ist hier eben also die Bundesregierung gefragt und die wollte hier auch wirklich helfen. Aber man sieht also, die FSG im Arbeiterkammerwahlkampf hat hier eine Mogelpackung präsentiert. Der Arbeiterkammerpräsident schweigt dazu, die Gewerkschaftsvorsitzenden schweigen dazu, so geht das ganz einfach nicht. Die österreichischen, tschechischen und deutschen Polizisten haben einen international tätigen Suchtgiftring zerschlagen. Österreichische, tschechische und deutsche Polizisten führten gemeinsame Ermittlungen und konnten dadurch eine international agierende Tätergruppe, welche große Mengen an Suchtmitteln in Verkehr gesetzt hatte, zerschlagen. Umfangreiche Erhebungen führten die ermittelten Beamten über mehrere Dealerebenen im Raum Burgenland, Wien und Niederösterreich bis hin zu den Haupttätern in Tschechien und Deutschland. Es wurden insgesamt 53 Personen, 49 männliche und 4 weibliche, 40 österreichische, 3 tschechische, ein staatenloser, 2 bosnische, 2 russische, ein rumänischer sowie 4 polnische Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 54 Jahren wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. Von diesen wurden 41 Personen in die zuständigen Justizanstalten in Österreich und Tschechien eingeliefert. Den Ermittlern der Suchtgiftgruppe beim Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See ist es gelungen, der Tätergruppe den Verkauf von Suchtmitteln im Straßenverkaufswert von ca. 3,8 Millionen Euro nachzuweisen. Die Grünen kritisieren den derzeitigen Fall bezüglich den Wohnbausgesellschaften Gesfö und Riedenhof und fordern eine Novelle des zuständigen Bundesgesetzes. Die Gier auf dem Immobilienmarkt macht auch vor gemeinnützigem Vermögen nicht Halt, stellt David Ellenson, grüner Clubobmann im Wiener Rathaus, fest. Er hatte im Sommer 2018 aufgedeckt, dass sich die rot-blaue Landesregierung im Burgenland die Chance nicht entgehen ließ, von gewinnversprechenden Praktiken gewisser Wohnbaugenossenschaften selbst zu profitieren und damit das Wohnbauförderungskonto des Landes aufzubessern. Gegen eine Ausgleichszahlung von 17 Millionen Euro entzog die Landesregierung im Herbst 2015 den Gesellschaften Riedenhof und Gesfö den Status der Gemeinnützigkeit, ohne dass diese jemals im Burgenland irgendwann einmal größer gebaut hatten. Das war ein richtiges Schnäppchen für Gesfö und Riedenhof, meint Ellenson. Da hat die Aufsicht in der Landesregierung massiv versagt
und den Investoren einen roten Teppich für ihre Geschäftstätigkeit auf dem fremden Immobilienmarkt gelegt. Gemeinsam mit Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen im Burgenland, fordert Ellenson eine Novelle des zuständigen Bundesgesetzes, das diesen Praktiken endgültig einen Riegel vorschieben muss. Die ÖVP fordern mehr Transparenz in Sachen Krages. Krages muss für Transparenz sorgen. Tatsache ist, dass die Burgenländische Krankenanstalten GmbH der größte und wichtigste Gesundheitsdienstleister des Burgenlandes ist. Die Ereignisse der letzten Monate werfen ein schlechtes Licht auf die Führung und den Aufsichtsrat der Krages. Es wird versucht, das Geschehene zu vertuschen und die eigene Umgebung auf Stillschweigen zu verpflichten. Die Volkspartei Burgenland fordert volle Transparenz und Aufklärung. Die Vorbereitungen für die Neuauflage des Garnisonsballes ist im vollen Gange, damit der Relaunch des Balles zu einem tollen Erlebnis wird. Sehen Sie hier ein paar Ausschnitte von den Vorbereitungen. Die Vorbereitungen für den 36. Garnisonsball in Eisenstadt laufen auf Hochtouren. Die Zelte sind schon aufgestellt, Tische werden hineingetragen und Fenster auf Hochglanz geputzt. Wie beim Bundesheer üblich, läuft das alles schnell und problemlos ab. Der Ball findet auf mehreren Ebenen und Plätzen in der Kaserne statt. Die Polonaise und Mitternachtseinlage findet im Festsaal im Erdgeschoss statt. Unterhaltung mit Rockes gibt's auf der Wiesn. Im Disco-Zelt sorgt DJ Cosmic für gute Stimmung. Im Casino Real der Heerestruppenschule können Sie bei einem Cocktail Ihr Glück versuchen, bevor Sie im zweiten Stock Ihre Schießfähigkeiten unter Beweis stellen können. Nicht zu vergessen ist auch die Heerestruppenschule Bar und eine Sektbar im ersten Stock. Mehr als 2000 Karten sind bis jetzt schon verkauft. Das freut auch Oberstleutnant Martin Jeidl. Die Arbeit geht jetzt in die Endphase. Also wie man sieht, sind die Zelte bereits aufgebaut und die Vorbereitungen laufen. Ich persönlich fühle mich derzeit noch sehr entspannt, weil derzeit noch alles läuft wie geplant. Wie viele Gäste werden Sie ungefähr erwarten? Also der Kartenverkauf hat bis jetzt ungefähr 2000 Karten abgesetzt. Diese Woche läuft der Verkauf noch. Also wir rechnen mit einem vollen Haus mit maximal 2500 Besuchern. Jetzt kommen wir zu den Kurznachrichten. Mit Jahresbeginn verzeichnet das Burgenland im Vergleich zum Jänner 2018 ganze 600 Arbeitslose weniger, ein Minus von 4,8%. Das Beschäftigungswachstum konnte um 1,5% gesteigert werden. Spitzenreiter im Arbeitslosenrückgang sind die Gemeinden Stegersbach minus 10,1, Mattersburg minus 6,2 und Jennersdorf mit minus 8,9%. Der SV Klöcher Bau Oberwart präsentierte die Liste der Mitglieder des Stammkaders für die Kampfmannschaft. Bei Bedarf, zum Beispiel Sperrungen oder Verletzungen, kann Trainer Jürgen Halper jederzeit auf die Spieler aus der U23-Mannschaft zurückgreifen, die in den Vorbereitungsspielen bereits Einsätze in der Kampfmannschaft absolviert haben. Einziger Neuzugang in der Wintertransferzeit ist Stefan Wessely, der von SV Stegersbach nach Oberwart gewechselt ist. Die Burgenländische Landwirtschaftskammer und der Landesverband der bäuerlichen Direktvermarkter Burgenland rufen die burgenländischen Direktvermarktungsbetriebe, welche Osterbrot, Osterprinzen, kreatives Ostergebäck sowie traditionelle und kreative Burschenschankgebäcke backen, dazu auf, sich an den diesjährigen Osterbrot-Prämierungen Landwirtschaftskammer Steiermark zu beteiligen. Für Direktvermarkter ist die Teilnahme der Prämierung eine wichtige Maßnahme zur individuellen Standardbestimmung und Qualitätsüberprüfung. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, den 20. März 2019, in der Landwirtschaftskammer Steiermark unter der Telefonnummer 0316 8050 1292 oder per Mail an ee-stmk@lk-stmk.at. Teilnahmegebühr 30 Euro je Probe. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Der St. Georgener Faschingsumzug findet am 23. Februar um 14 Uhr statt. Das Musical Das Phantom der Oper findet am 25. Februar ab 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche. Wünschen Ihnen Ihr CCM TV Team Burgenland.